Mein Name ist Fab und ich begrüße dich recht herzlich wieder bei OMSI und zwar heute aus diesem Zitaro 2, den ich leider nur im Hochspann-Skin hier habe. Es tut mir leid. Und zwar heute immer noch auf der Karte Eppstein und heute mal auf der Linie 106 vom Krankenhaus zum Waldfriedhof. Und ich finde es irgendwie schon cool, dass ich mich hier bei dem Bus anmelden muss. Also, weiß nicht, ich glaube, es ist realistisch. Es kommt mir jedenfalls einigermaßen realistisch vor. Ich melde mich dann auch mal kurz hier an. Genau, 20673. Jawohl. Zack. Gut, die Zeit stelle ich noch mal ein paar Minütchen zurück, weil ich gerne diese eine Route haben möchte. Ich gebe jetzt einfach mal eine 2 ein. So, ich habe keine Fahrt aktiviert, das mache ich nämlich jetzt. Und zwar will ich 106 Umlauf Nummer Uno haben. Vom Krankenhaus zum Waldfriedhof. Ja, guck, jetzt ist das hier. Jetzt soll das auch hier eingestellt werden. Sollte eigentlich. Oder wird es jetzt eingestellt? Ja, jetzt wird es eingestellt. Ja. Die Gelenkbusse, die haben alle eine weiße Matrix, was ich mag ist. Ich liebe weiße Matrizen. Oder Matrix-Anzeigen, wie auch immer. Gut, das habe ich. Dann kann ich Dings machen. Den machen. Zack. Ne, die will ich nicht. Den wollte ich drucken. So, dann hoffe ich mal, dass der jetzt nicht einfach das OMSI-Problem hat, dass der Bus wieder anfängt, übelst Dubstep zu machen, was ich eben... Ich wollte die Route eigentlich mit dem Citaro G fahren. Aber dann hat der eben dieses OMSI-Dubstep-Problem gehabt, sodass der eigentlich unfahrbar geworden ist und es echt keinen Spaß gemacht hat, sodass ich jetzt eben im Citaro Solo fahre, was auch nicht schlimm ist, weil ich den auch sehr gerne mag. So, Tür öffnen sich. Oh, das wollte ich, glaube ich, gerade noch nachgucken. Glaube ich. Scheinbar doch. Ach ja. Scheibenwischer wollte ich auch ein bisschen schneller einstellen. Und Licht würde ich gerne anmachen. So. Jetzt steht einer sicheren Fahrt nichts mehr im Wege. Glaube ich. Hoffe ich. So, es sind noch 40 Sekunden, es sind ja keine Minuten. 40 Sekunden, bis ich abfahren darf vom Terminus. Ja. Nee. Wenig Lust drauf. Gut, die warte ich jetzt auch nochmal. Das ist 20 Sekunden, ich kann ja schon mal die Tür zumachen. Ist korrekt. 10 Sekunden noch und jetzt darf es losgehen. So. Da sitzt alles und da werde ich wahrscheinlich... doch nicht. Moment, einmal muss ich die Hilfspfeile noch kurz anstellen. So, jetzt kann ich. An diesem Bus, ich weiß nicht, ob das realistisch oder nicht ist. Er dreht sehr hoch, wenn man mal Vollgas gibt. Ich mag es nicht so, aber wenn es realistisch ist, dann kann ich damit leben. Also, und vom Tacho sieht man fast gar nichts. Deswegen schalte ich mir mit Shift und Z diese rote Schrift mit ein, weil ich da nämlich einen Tacho habe, den man ein bisschen besser lesen kann. Da sehe ich auch noch die Temperatur im Bus, die Luftfeuchtigkeit, weil es gerade Osterferien sind und dass es 1996 ist. Interessant. Und ich sehe auch nächsten Halt und was die Verspätung ist. Die sehe ich aber auch unten. Und da kann es tatsächlich sein, dass diese beiden Anzeigen sich ein bisschen unterscheiden. Die unten zeigt nämlich 30 Sekunden an, die oben jetzt 50.
Nein, halt, stopp. Das oben sind Minuten und das da unten Sekunden. Ah, jetzt wird ein Schuh draus. Beziehungsweise eine Busfahrt. Nächster Halt, Bismarckstraße. Gut, die unten zeigt jetzt eine Minute an und hat eben eine Minute angezeigt und die oben 0,9. Also sind da ein paar Disparitäten doch. So. Die nächste ist die Bismarckstraße. Das heißt, ich schere mich schon mal hier links ein, weil es da vorne gleich links lang geht. So, ich links abbiegen muss. Die Ampel ist sogar noch grün. Da komme ich noch rüber. Juhu. So, auch hier schere ich mich schon mal auf, ordne ich mich mal auf der linken Spur ein, weil es da vorne gleich geradeaus geht. Sozusagen. Okay, jetzt fahre ich 50 oder? Ja, 50. Ich dachte schon, dass ich 58 fahren würde. Ach ja, ein bisschen zu viel. So, hier ist die Haltestelle Bismarckstraße. Aussteigen will tatsächlich niemand. Das ist interessant. Einsteigen will hier auch niemand? What? Okay. Soll mal rechts sein. War hier eben ein bisschen Verfrühung hier los. Mit einer Minute. Oder 1,3 Minuten mittlerweile. Das heißt, ich werde wohl da gleich noch ein bisschen stehen bleiben. Und ja, hier in Zopfnähe ruckelt es immer ein bisschen. So, hier wollen jetzt aber Peoples einsteigen und aussteigen. So. Dann warte ich hier auch nochmal einen Augenmoment, wollte ich gerade sagen. Einen Augenblick oder einen Moment? Das muss ich mir jetzt mal aussuchen. Gut, also Hauptbahnhof ist schon. Ja, egal. Es gibt eh keinen Sinn. Klima im Bus ist 17 Grad. Aha. Ich habe keinen Bock zu warten, ich fahr schon. So, die nächste Haltestelle ist der Gaskessel oder Gaskessel, auch genannt Gaskessel. Er ist Gaskessel. Nächster Halt, Gaskessel. Ach, meine Güte, ich weiß nicht, was mit mir los ist. Ich die anderen Folgen sind nicht so trashig und ergeben auch mehr Sinn in dem, was ich sage. Es ist nicht so voller Nonsens und auch nicht voller solcher Fahrfehler. Normalerweise fahre ich ein bisschen besser. Jetzt muss ich die Tür auch noch aufmachen. Allein schon. Der wohl arroganteste Busfahrer Deutschlands. Damit könnte ich es wahrscheinlich irgendwie zu Pro7, zu Galileo schaffen oder sowas. So, die 106. Die nächste Haltestelle muss das Amtsgericht sein. Deswegen fahre ich links. So, ich muss mal gerade nachgucken, was die Haltestelle danach ist. Das ist die Alpstraße. Okay, ja. Dann weiß ich, wo ich langfahren muss. So, hier natürlich schön in der Busspur. Ich mag es, wenn eine Stadt Busspuren hat. Ich kann es nicht oft genug sagen. So, hier geht es auch für die 106 nach rechts lang. Die Busampel ist natürlich schön senkrecht. Ich habe immer noch nicht nachgeguckt, wie das heißt. Ich wollte es eigentlich auch mal machen. Aber ich habe es immer noch nicht gemacht. Sollte man mehr zu meinem Wort stehen. Okay, hier nach gucke ich jetzt nach dieser Fahrt. Guten Tag. So, die 106 müsste eigentlich gerade ausfahren.
Deswegen Schulterblick kann ich ihn nicht machen, weil ist nicht. Deswegen muss ich einfach mal auf den Spiegel vertrauen und der sagt, yo Digga, kann's machen. Und ich fahre geradeaus. Denn da geht's zur Alpstraße. Oder Richtung Alpstraße. Müsste gleich auch noch das technische Rathaus kommen, glaube ich. Ich habe keine Ahnung gerade. Irgendwie gerade so ein bisschen durcheinander. So, da ist die eine Haltestelle zur Alpstraße und da hinten kommt die andere. Wenn es auch so ruckelt, macht es echt keinen Spaß zu fahren. Ganz ehrlich. Guten Tag, guten Tag, guten Tag, guten Tag. So, da kommt keiner, dann kann ich ja fahren. Was ist das? 106er, also genau der Gegenbus zu dem hier. Ich habe auch keine Ahnung, was heute irgendwie los ist mit dem Ruckeln, ganz ehrlich. So, da oben kommt die Gottlieb-Daimler-Straße und da beende ich die Folge, weil so kann es ja echt nicht weitergehen. Allein schon. Vielleicht schaffe ich noch irgendwie was. Aber wenn du die Folge scheiße findest, dann kann ich das schon verstehen, weil optimal ist sie jetzt nicht. Gut, bis zur nächsten Folge.